Hallo und herzlich willkommen zum nächsten FIFA 15 Spiel. Dieses Mal gegen Chelsea. Zu Hause, im Regen, am Tag. Wie jeder sieht. Wir brauchen so dringend einen Sieg. So dringend. Gegen Chelsea wird es doch wohl mal klappen. Jetzt die leichteste Mannschaft so im Verhältnis. Ja, er hat einen Offen, okay. Wir müssen einfach mal konstant hinten spielen, gescheit, klar abwehren, gut abwehren, was auch immer, wie ich es nennen soll. Einfach mal gut spielen. Das war doch mal schön. Es hätte noch einen Ticken weiter hätte man es spielen können, aber es war schon mal schön. Nur nicht erfolgreich genug. Ganz oben Ronaldo wieder. Komm, mach hin! Hey, hey, hey. Aber gut gespielt. Gut gespielt. Bin ich zufrieden mit. Solche Aktionen will ich sehen. Jetzt muss nur noch mal hinten gut funktionieren. Ganz unten steht Bale. Vielleicht schaffe ich es ihn anzuspielen. Na, habe ich schlecht gepasst. Habe ich schlecht gebossed. Sache stehe. Nicht gut. Na ja, ja. Ich gebe dem Gegner ja tatsächlich relativ gerne Lücken. Dadurch spielt er mir nicht direkt vom Strafraum rum. Und ich kann kontern. Und das kann ich eigentlich relativ gut. Aber was ich momentan halt mache, ist halt, ja, Lücken geben, die ich nicht geben will. Dadurch kann ich es nicht kontrollieren, das Spiel. Oder zumindest, was er macht. Und dann komme ich auch nicht in irgendwelche Konterchancen, weil er es gescheit zu Ende spielen kann oder relativ gescheit. Yes! Benzema! Mal wieder eine 1-0-Führung. Aber wir haben im letzten Spiel gelernt, das hat nicht viel zu bedeuten. War aber schön gespielt. Besonders wie Modric es da durchsetzt. Das finde ich richtig schön. Ah, macht einen schönen Reiten. Zum Glück leicht angehoben. Ansonsten hätte der den von der Linie weggefischt, der Verteidiger. Gut, gut, gut. Genau sowas will ich sehen. Oi, 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 oi. Dafür gibt's nichts. Willst du mich verarschen oder was? Stell dich rein, Pepe. Bist bereit. Alter. Minimum gelb. Was ist das Minimum? Aber es ist gelb. Ach, den passe ich mal auf Ronaldo. Denkst du dir, ne? Jetzt rund hier. So wie ich es gar nicht haben will. Ja, er grätscht relativ oft, sehe ich mittlerweile. Alles klar. Und ich muss hinten auch gescheit stehen. Ja, er grätscht relativ oft. Eindeutig. Halt ein bisschen mehr hohe Bälle sind hier gefragt. Besonders auf Ronaldo wieder nach oben. Ja, ein bisschen zu weit. Ganz so schnell ist Ronaldo dann auch nicht. Modric, bleib dran. Zu dritt, egal. Rein. Benzema, komm, 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 setz dich durch, Junge. Gegen zwei. Komm, Benzema, ich vertraue dir da voll und ganz. Okay, Bale. Er kriegt so sau oft. Tricks sind da für den Arsch. Okay, ich muss mit Bale hinterherziehen. Der ist zu schnell. Habe ich gesehen? Das habe ich nicht vorher gesehen. Wie gehe ich am besten bei Grätschen um? Lass mal überlegen. Hohe Bälle zum einen. Nö, 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 nö. Den passe ich wieder hoch. Ich vertraue dem nicht mehr so ganz. Lieber verliere ich da hinten den Ball als direkt vom Tor. Nicht, das ist schade. Hätte echt schön werden können. Bzw. es war schön, aber halt. Ne, mit Torabschluss ist immer noch ein Ticken schöner, finde ich. Alter, da fliegt er durch die Luft.
Ganz oben. Ganz rechts. Ganz Gegner. Komm, bleib dran, Junge. Weg mit. Sauber gespielt. Benzema. Ja, durchgesetzt. Super. Auch wenn ich den Ball nicht mehr habe, aber durchgesetzt in dem Moment ist wichtig. Stärkt das Selbstvertrauen. Und die Abwehrkräfte. Okay, das ist nicht egal. Da hinten bleiben, hinten bleiben, hinten bleiben. Welche zurückziehen. Das ist ganz wichtig in so einem Moment. Zumachen, dicht machen. Schön. Und jetzt kontern. Oben läuft Ronaldo. Genau so will ich das gespielt haben. Komm! Glück! Aber drin! Und auch 2-0. Wir wissen, das hat nichts zu bedeuten. Aber 14 Minuten, 2-0 ist doch gar nicht mal so schlecht. Glück gehabt. Aber das ist, ich meine, nur zumindest fertig. Ich brauche Tore, ich brauche Siege. Und egal, wo ich sie herkriege, ich nehme sie gerne mit. Puh. Es geht mir an die Substanz hier. Wieder kurz oder Ronaldo? Kurz. Steht keiner da. Ronaldo, Modric, Ronaldo! Okay, doch noch nicht Ronaldo. Marcelo am Ball. Der wird jetzt hinten fehlen, wenn ich da nicht zumache. Okay, ich muss mit Ronaldo zurück. Wie viele stehen unten? Nicht so viele. Egal, erstmal dicht machen alles. Und Torhüter hat den Ball. Und jetzt erstmal abwarten, dass Marcelo wieder an seinen Platz zurückgeht. Jetzt haben die beiden die Plätze getauscht. Na geil. Das kann was geben. Ronaldo in der Abwehr. Komm schon, Marcelo, du musst wieder deinen ursprünglichen Platz einnehmen. Geht doch. So bin ich zufrieden. Ganz unten. Ich versuch's nochmal. Na, ich sollte es lassen. Ja, nee, scheiße. Oh. Schön gespielt. Gut gemacht. Kein Tor. Finde ich super. Und mal nach ganz oben. Oh, Modric hat da keine Chance im Kopfballduell. Den wollte ich auch nie anspielen. Yes! Halbzeit geschafft. 2-0 die Führung. Er hat nur einen Schuss und der ging nicht mehr aufs Tor. Das ist akzeptabel. Komm. Schön durchgesetzt. Und wieder nach oben. Wow, richtig schön. Und ganz oben entlang. Benzema. Richtig geil. Und zurück, rüber. Boah, da kriegt er sich wieder rein. Ich hätte es wissen müssen. Kriegt sich auch in alles rein, ey. Siehst du? Echt, da kriegt sich in alles rein. Das ist ein extremer Kritscher. Sieht man auch selten in Liga 1, um ganz ehrlich zu sein. Oder in höheren Ligen allgemein. Weil es einfach, das ist nicht so gut von der allgemeinen Art und Weise so zu spielen. Du verlierst auch zu auf den Ball. Also beziehungsweise er verliert zu auf den Ball dann. Nein, sowas nicht ganz geplant. Na, Marcelo muss zurück. Ich nehme ihn mit. Ich laufe ihn mal kurz durch. So, den brauche ich nämlich auf der Außenseite. Der ist extrem wichtig. Ramos, setz dich durch und weg mit. Was um alles in der Welt? Dafür kann ich wieder nichts. Dafür kann ich nichts. Das muss Carvajal einfach hinkriegen. Wenn da ein Ball kommt, der muss sich schnell genug drehen können. Okay. Schön. Spannend. War's. Komische Ecke. Hab ich auch nicht gesehen. Pff, geil, Casillas. Der hat einen Lauf heute. Und wieder auf Ronaldo. Komm, der Ball muss ankommen. Kommt nicht an. Scheiße. Nicht gut. Alles nicht gut. Bin ich zufrieden. Jungs, also ich fass es nicht. Aber der Ball muss wieder da hoch. Und zurück. Ein bisschen für Sicherheit sorgen. Unten ist alles frei. Und schön den Ball spielen. Ganz locker.
Und jetzt sehe ich da die Lücke. Jetzt nehmen wir erstmal Ronaldo mit. Und dann wird da unten ein bisschen getrickst. Dann noch an dem vorbei. Wow, fuck! Was um alles in der Welt war das für eine Grätsche? Alter Schwede. Der haut ja da volle Kanne rein. Gelb. Oh, ich hätte rot gemacht. Okay. Puh. Auch deswegen sind Grätschen nicht unbedingt zu erwarten. Aber in dem Fall, also das war echt heftig. Puh. Ich bin nervös, ich bin nervös. Ich hau den nach rechts. Und zack. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Wunderbar. Ja, schön. 3:0. Das sieht gut aus. Das wird mal wieder ein Sieg, glaube ich. Man weiß es natürlich nie hundertprozentig. Auch ein 3:0 kann man aufholen. Aber es sieht zumindest gut aus. Momentan. Gut gemacht, PP. Solche Grätschen will ich sehen. Und jetzt Benzema läuft da vorne. Benzema, 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 Benzema. Und in die Mitte. Und mach ihn. Ronaldo, 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 Ronaldo zum 4:0. Ja, 4:0. Ronaldo, geiler Scheiß. Wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Aber wieso kommt er mit dem Tor raus, frage ich mich. Schöner Seitplatz hier. Drin. Alle Achtung. Geil gemacht. So, jetzt bin ich mir, außer mein Internet kackt gleich ab, was ich mal nicht hoffen will, bin ich mir sehr sicher, dass ich das Ding gewinne jetzt. 4:0 in der 70. Minute, das holt mir normalerweise keiner mehr auf. Zumindest keiner, der halt 4:0 in Rückstand gerät. Komm, jetzt will ich auch ein bisschen mehr noch. Jetzt will ich mich auch endlich mal austoben. Ich werde wahrscheinlich nur eins kassieren oder so, deswegen auch. Ganz oben steht wieder einer frei. Komm, Bale. Schön durchgesetzt. Ganz nach oben wieder den Pass. Ganz unten steht wieder Ronaldo. Ah, schade. Aber war gut gespielt. Bisschen zu weit nach innen gezogen in die Flanke. Aber okay. Ist alles im Rahmen. So, jetzt kann ich endlich mal den Druck aufspielen hier in dem Spiel zumindest. Das ist wahnsinnig angenehm. Nee, nicht gut. Oh. Oh. Wenn sich der Torhüter nicht bewegt, kriege ich immer irgendwie Angst. Mir flau in der Magengegend. Nein! Nein! Ja! Ich glaube, bei dem gelingt jetzt auch nichts mehr wirklich. Komm, Ronaldo. Schade. Hätte aber klappen können. Hat's nicht. Wird vielleicht später noch. Hat er noch ein bisschen Zeit, hat's noch. Ah, mitlaufen, mitlaufen, mitlaufen. Zumachen. Zurücklaufen mit Bällen. Und jetzt dicht machen. Ganz wichtig in so einem Moment. Der war nämlich extrem in Richtung Schießen unterwegs. Umdrehen. Sehr gut. Nicht ganz so, wie ich wollte. Carvajal muss wieder zurück. Der ist Außenverteidiger. Den ziehe ich immer komplett wieder zurück. Gefällt mir nicht. 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 4:1. Nicht zu 0 gespielt. Naja. Aber komm. 4:1.
Das Puffer ist noch groß. Oder der Puffer ist noch groß, ja so. Ja, seht ihr, 5 Minuten, nicht so wie im letzten Spiel. Und was war in dem Spiel so viel anders? Nichts. Marcello, Marcello, Marcello. Na, 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 na. War überheblich, war schlecht gemacht. Na und, ich würde für 1, ich darf überheblich sein. War es schon so lange nicht mehr. Mir hat's gefehlt. Das macht er gut. Mit den Glitchen macht er immer wieder echt gut. Aber man macht es eigentlich nicht mehr in der Liga. Einfach nicht, eigentlich nicht effektiv genug. Eigentlich. Ja, Sieg! Ein Sieg! So lange schon nicht mehr. Es fühlt sich so gut an. Ich sage euch, es fühlt sich so gut an. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Ich hoffe wieder zu einem Sieg. Ich hoffe es. Ja, okay. Bis zum nächsten Spiel. Man sieht sich.